Trauer und Bestürzung nach dem Busunglück auf der Ferieninsel Madeira. Alle 29 Todesopfer waren nach offiziellen portugiesischen Angaben Deutsche. Der Bus war Mittwochabend in der Gemeinde Caniço in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinunter auf ein Wohnhaus gestürzt. Warum, ist derzeit unklar. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Der Vizepräsident der Regionalregierung, Pedro Calado, nannte jegliche Mutmaßungen zu der Unglücksursache als verfrüht. Man habe von der Firma die Information erhalten, dass der Bus etwa 5 Jahre alt war und anscheinend allen Sicherheitsregeln genügte. Das vom Reisebus getroffene Haus war zum Unfallzeitpunkt leer, wie der Bürgermeister des Ortes bestätigte. Bei dem schweren Unfall wurden 27 Menschen verletzt, unter ihnen auch 2 Portugiesen, der Busfahrer und ein Fremdenführer. Die ersten Opfer wurden um 19 Uhr Ortszeit eingeliefert, so die Krankenhausdirektorin. Es wurden sofort Vorkehrungen getroffen, um die Unfallopfer und ihre Angehörigen zu unterstützen. Es wurden Kontakte zu Konsulaten und auswärtigen Dienststellen hergestellt, da die Mehrheit der Opfer aus dem Ausland stammen. Das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes richtete noch am späten Mittwochabend einen Krisenstab mit Hotline-Nummer ein. Die deutsche Botschaft stehe in engem Kontakt mit den portugiesischen Behörden auf Madeira, um die Identität der Opfer zu klären, hieß es in einem Tweet. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte in einer Mitteilung, sie denke mit Trauer und Bestürzung an ihre Landsleute und alle anderen, die von dem fürchterlichen Unglück auf Madeira betroffen seien. Nach Angaben des Hotels, in dem die Touristen untergebracht waren, stammten die deutschen Urlauber aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik.